Segediner Gulasch schon mal gemacht? Klar. Bratwurstgulasch auch schon mal gemacht? Logisch. Segediner Bratwurstgulasch schon mal gemacht? Nö. Dann gib jetzt gut Acht, denn in diesem Video geht's darum, aus Segediner Gulasch und Bratwurstgulasch eins zu machen. Ein Segediner Bratwurstgulasch. Eine Delikatesse, kann ich euch sagen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Wenn ihr diesen Gaumenschmaus nachkochen möchtet, benötigt ihr für 5 bis 6 Personen 550 Gramm Bratwurst, 500 Gramm Schmorsauerkraut, 2 Zwiebeln, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Becher Schmand, 1 Esslöffel Gemüsebrühepaste, 1 gehäuften Esslöffel Kräutersenf, 150 ml Rotwein trocken, 1 gehäufter Teelöffel Knoblauchmus oder eine Knoblauchzehe, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, Salz und Pfeffer. Wie ihr ein tolles Schmorsauerkraut hinbekommt, das könnt ihr in diesem Video hier oben sehen. Und los geht's! Fett in eine Pfanne, Bratwurst rein, Bratwurst braten. Sie sollte gar aber nicht verbrannt sein. Und wenn sie fertig ist, erstmal beiseite stellen und abkühlen lassen. Dann im Bratensaft der Bratwurst in Streifen geschnittene Zwiebeln anrösten und das Ganze in einen Topf geben. Dazu das Tomatenmark und mit Rotwein ablöschen. Dazu dann der Senf. Und vom Sauerkraut ein wenig Sauerkrautsaft. Alles gut verrühren, dann die Bratwurst dazu und das Sauerkraut dazu. Jetzt den Becher Schmand einrühren, Knoblauch, Gemüsebrühepaste und Paprika dazu. Abschmecken und gegebenenfalls nochmal nachwürzen und dann ist das Segediner Bratwurstgulasch fertig. Als Beilage eignen sich hervorragend einfach Petersilienkartoffeln. Dann anrichten und schmecken lassen. Wenn ihr mehr Hausmannskost von mir sehen möchtet, dann schaut mal hier oben in dieser Playlist nach. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.